Tja. Jetzt sind es schon Waffen. Mal sehen, was ich noch alles transportieren darf. Mir ist überhaupt nicht wohl dabei. Waffen! Vermutlich benutzen die, um auf meine Kollegen zu schießen. Aber wenn ich nicht liefere, bin ich im besten Fall raus. Im schlimmsten Fall tot. Mit El Loco ist nicht zu spaßen, egal wie kumpelhaft er sich gibt. Ach du große Scheiße, jetzt tauchen auch noch die Kollegen auf. Woher wissen die von diesem Transport? Zufall? Oder bin ich den bösen Jungs schon so nah auf der Pelle, dass sie mich bei der Polizei verpfeifen? Das wäre ja gar nicht schlecht. Okay, die Jungs hinter mir dürfen mich auf keinen Fall kriegen, sonst ist mein Undercover-Job erledigt. Und Ben muss alleine weitermachen. El Loco hat seine Augen und Ohren überall. Verdammt nochmal, wenn die blauen Jungs mich jetzt festnehmen, kann ich keinem erklären, warum die mich wieder freilassen.
Ihr könnt mich doch nicht daran hindern, meinen Job zu erledigen. So, Jungs, dann wollen wir euch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn wir mit euch fertig sind, seht ihr genauso aus wie eure Karren. Hey, nur weil ihr Team A heißt, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch gut seid. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr mächtig die Hucke voll bekommt und weinend zu Fuß nach Hause geht. Ach, Jäger, immer mit der Klappe ganz weit vorne. Wir werden gleich sehen, wie weit man damit kommt. Na dann los, bringen wir es hinter uns. Ich habe noch andere Termine mit Leuten, die mich nicht leiden können. Let's go! Und schon geht es los. Ich bin wirklich gespannt, wer sich in diesem Rennen durchsetzen wird. Ist voll im Gange und die Kontrahenten schenken sich nichts. Meine Damen und Herren, eine Falle nach der anderen wird den Fahrern vor die Räder geworfen. Keiner will dem anderen etwas gönnen. Das Rennen läuft sehr gut und viele scheinen da unten langsam den Verstand zu verlieren. Und auch ihre Autoteile. Viele Unfälle und brennende Reifen. So gefällt mir das. Weiter so, Jungs. Sowas sieht man selten. Sehen Sie gut hin, das sieht man nicht alle Tage. Was ich hier heute sehe, gefällt mir. Und ich bin ja nicht gerade für überschwängliches Lob bekannt. Dranbleiben, Jungs!
Rennen ist fast vorbei. Jetzt noch mal richtig Tempo machen, Jungs. Das Rennen ist vorbei. Dann wollen wir doch mal sehen, welches Team die schlagkräftigsten Argumente hatte. Heute hat Team B sich behaupten können und Team A eine Klatsche beschert. Gratulation! Hey Erdogan, du hast eine Fuhre Diamanten an Bord. Ja, aber falsche. Wollt ihr mich testen? Dann müsst ihr dafür sorgen, dass bei euch nicht so viel gequatscht wird. Nein, du solltest nicht getestet werden. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die British falsch sind. Es sind Blender für einen Bruch. Also keine schwierige Lieferung. Bring das Zeug weg und dann bekommst du wieder gefährliche Jobs. Verdammt, nicht schon wieder. Gustavo! Ich denke, deine Diamanten werden heute nicht ankommen. Ich habe die Bullen im Nacken und es wird wohl besser sein, dass ich die Klunker irgendwie loswerde. Ach, was sollen die wegen der paar Glasperlen schon sagen? Ist doch nicht illegal. Und wenn die Glasperlen dann bei einem Bruch als Ersatz platziert werden, denkst du nicht, dass die Polizei dann auf mich kommt und irgendwann dann auch auf dich? Auch ohne, dass ich dich verrate? Das möchte ich dir nicht raten. Aber du hast recht. Sieh zu, dass du ihnen entkommst. Oder zumindest die Dinger loswirst. Schon besser, wenn ich sie loswerde. Dann gibt's nur Punkte wegen Rasen. Ich melde mich. Alles klar. Lass dich nicht schnappen. Ach Mist, bei der Menge an Polizeiwagen kann ich die Diamanten wahrscheinlich hinschmeißen, wo ich will. Einer wird sie immer finden. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich meine Chancen verbessern. Mit allen kann ich es nicht aufnehmen. Aber wenn ich drei der Wagen hinter mir lasse, kann ich es mit den anderen beiden aufnehmen und die Beweise entsorgen. Einen bin ich schon mal los. Mensch, sind die Jungs hartnäckig. Noch einer weg. Wer hätte gedacht, dass die Jungs von der Streife so gut fahren können? So, das waren genug. Wird Zeit, den Rotz endlich loszuwerden. Ja, so muss das gehen. Die Pakete sollen nicht in ihre Hände fallen.
Die Kerle versuchen, die Pakete einzusammeln, die ich mühsam entsorge. Ich muss sie so werfen, dass sie nicht mehr rankommen können. Das ist ja noch mal gut gegangen. Das hätte ich nur ganz schwer erklären können. Hey, hast du meine falschen Diamanten schon wieder eingesammelt? Hey, Gustavo. Nein, ich dachte, dafür hättest du deine Leute. Diese Schmeißfliegen, die immer um dich rumkreisen. Hey, hey, hey. Du hast ein großes Mundwerk. Eines Tages wird vielleicht jemand kommen und es dir stopfen. Vielleicht werde ich das sogar sein. Aber bis es soweit ist, wirst du für mich fahren. Klingt motivierend. Da merkt man, dass du schon diverse Seminare zur Personalführung gemacht hast. Er kann's nicht lassen. Pass auf. Heute wird einer von meinen Konkurrenten von den Bullen verlegt. Sie haben ihn vor einiger Zeit geschnappt, als er ein paar Drogen verkaufen wollte. Ich habe die Route nur auf die Position des Transporters. Die Eskorte wird heftig sein. Trotzdem, schalte ihn aus. Ich soll einen gepanzerten Polizeitransporter aufmischen? Wie soll das denn gehen? Ich habe dir einen schicken Wagen organisiert, mit genug Power und Gewicht. Du wirst eine Menge Spaß damit haben. Also, hol den Wagen und dann bring unseren Kumpel nach Hause. Da ist er ja schon. Na, die werden sich wundern. Wagen 16 an Zentrale. Da will jemand den Gefangenen befreien. Zentrale an Wagen 16. Hindert ihn daran und schützt den Transporter um jeden Preis. Wagen 16 an Zentrale. Alles klar. Sorry, Kollegen, jetzt wird's etwas rau. Aber ihr werdet mir den Kerl nicht freiwillig rausrücken. Ich muss euch wohl erst die Karren so demolieren, dass ihr mit dem Pannendienst nach Hause müsst. Und dann kümmere ich mich um den Gauner. Verdammt, ich hab kaum noch Sprit. Dass einem das immer erst auffällt, wenn man an der Tanke vorbei ist. Ich muss mich beeilen, bevor mir das Benzin ausgeht.
Wow, jedes Mal, wenn ich einen erledige, kommt ein neuer. Ha, Kollegen, na, geht euch der Nachschub aus? Wohl keine Wagen mehr zur Verfügung. Der Kollege ist clever und gibt auf. Warum bleibt er wohl hinter mir? Egal. Ich kümmere mich jetzt um den Transporter. Thank you.
Das war's dann wohl. Der Transporter kann nicht mehr weiterfahren. Schnell den Kerl da rausholen und ab durch die Mitte.